komm. LOL, Bimo jagt mich! Bimo jagt mich! Also Leute, ich bin unterwegs in der Geisterbeschwörerrolle und ihr seht, ich habe zwei neue Knöpfe, Call Ghost und einmal Zap. Und ich würde sagen, ich töte erstmal ganz kurz hier den Pharo, um euch das Ganze zu erklären. Denn wenn ich jetzt Pharo töte, sehe ich, aber wirklich nur ich, den Geist von Pharo. Die anderen Crewmates sehen diesen Geist nicht. Wenn ich jetzt auf Call Ghost drücke, dann wird Pharo zu dem Spieler fliegen und versuchen, ihn zu töten, der in der Nähe von mir ist. Das heißt, Pharo kann nichts machen, er wird automatisch versuchen, Duox zu töten. Und Duox hat dann die Möglichkeit, mit Zap diesen Geist zu fangen. Nur wenn er auf Zap drückt, kann er den abfangen und nicht getötet werden. Wenn ich jetzt aber auf Call Ghost drücke, ungefähr so, dann greift Pharo so lange Spieler an, bis einer es schafft, ja, auf Zap zu drücken. Pharo rennt hier zum nächsten, oh mein Gott. Okay, Foxfire hat es geschafft, auf Zap zu drücken. Pharo würde mir die ganze Zeit hinterherfliegen, sogar durch die Sachen durch. Und ja, wenn ich es nicht mehr schaffe, weil ich zum Beispiel in einer Sackgasse bin oder mich irgendwie verlaufen habe, dann seht ihr, oh mein Gott, Pharo greift mich einfach an als Geist. Und das ist auf jeden Fall die Geisterbeschwörerrolle. Und ich würde sagen, ich schicke euch jetzt auch alle einmal los als Geist zum Live. Like-Button, abonnieren nicht vergessen und viel Spaß beim Video. So Leute, wir sind jetzt in der Geisterbeschwörerrolle unterwegs. Ich denke, das wird eine sehr lustige Runde. Und wie gesagt, ich beschwöre jetzt euch. Ihr fliegt jetzt auch zum Like-Button. Ihr drückt den Like-Button und den Abo-Button. Das ist heute ein Befehl, Leute. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das Ganze hier wird. Wir sind unterwegs mit 8 anderen Spielern. Es gibt auch nur einen einzigen Geisterbeschwörer. Und ich bin gespannt, ob vielleicht der ein oder andere Spieler mit meinen Befehlen gehorchen kann. Also, ihr seht, wir haben jetzt hier Call Ghost, die Funktion. Und der Geist fliegt auf jeden Fall zu einem Spieler. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. LOL, LOL. Okay, Foxfire hätte auf jeden Fall Pharos getötet. So viel steht auf jeden Fall fest. Ich kann... Ah, Mist, ey. Ich kann diesen Geist auch nur beschwören, wenn er bei mir in der Nähe ist. Navigation. Also ich muss sagen, von Navigation aus kam gerade mir ein Geist entgegen. Ich weiß nicht, wer das jetzt war, den Geist geschickt hat. Ja, das wollen wir herausfinden hier in diesem Meeting, ne? Kann ja nur Foxfire sein, oder nicht? Das ist doch selbst der Geist. Ich meine, der Geist kam von der Ecke. Ja, was ich meine ist, der Geist kam zu mir, der wollte mich töten, der wollte mich aufessen. Nein, wir wollen noch rausfinden, wer denn den Geist beschwört hat, wer der Imposter ist. Ja, der Beschwörer, okay, ja gut, dann, ja gut, okay. Ja. Du hast der Geist gesagt. Nein, der Geist kam auch zu mir, was verstehst du denn nicht? Ja, keine Ahnung. Ja, ey, was für, hä? Absolut lost, ne? Ehrlich. Also ich weiß, wenn es der Geist... Ach, scheiße, Digga. Hä? bin ich dumm? Dann sagt mir das. Aber wie kann... Das kann doch nur ein Geist sein. Es ist doch nur Foxfire-Geist. Ja, klar. Ja, nicht den Geist. Ja, der den Geist beschwört. Ich weiß nicht, welcher Geist zu mir kam, aber irgendein Geist kam auf mich zugeflogen. Ich habe gesagt, da kam ein Geist zu. Das war Foxfire. Ich weiß nicht, wer das jetzt war, den Geist geschickt hat. Also ich glaube, du bist auch schon ein bisschen durch die ganze Plemplem, Alter. Geh mal zu einem Ghostbusters, Leo. Junge, was war das denn für ein Meeting, bitteschön? Ey, meine Güte, hat die... Weißt du, da muss man sich artikulieren können. Junge, so. Ey, Junge. Ja, deswegen. Oh. Wahrscheinlich er, weil er die Geister sieht. Er ist es. Er hat sich verraten. Maximale Lost-Runde, würde ich mal sagen. Ich habe auch eine kleine Cooldown, wie man sehen kann. Ich sehe natürlich weiterhin Foxfire. Oh, ich hoffe einfach mal, dass ich Foxfire jetzt zu jemanden schicken kann. Also es wird verrückt, glaube ich. Es wird wirklich, wirklich verrückt, Leute. Weil ich werde versuchen, keinen zu killen oder sowas. Ich werde wirklich nur versuchen, über die Geister jemanden zu killen. Ah, okay, ich kann jetzt aber nicht Duox töten, das wäre zu auffällig. So, und? Okay, Foxfire rennt jetzt los, oder? Ah, nee, Foxfire ist in der Aufgabe. Foxfire ist in der Aufgabe. LOL. Oh, LOL, 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 LOL. Wurde er gekillt? Ich weiß nicht, ob Duox jetzt gekillt wurde. Ich weiß nicht, ob Duox jetzt gekillt wurde. LOL. Was geht hier ab? Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Hä? Das war jetzt richtig komisch irgendwie. Das war super komisch. Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir bleiben einfach mal dran. Wir bleiben einfach mal dran, würde ich sagen. Wo ist denn jetzt hier der Geist? Also ich habe keine Ahnung, wo der Geist ist. Es kann aber sein, dass der Button einfach so aufleuchtet. Das ist auf jeden Fall möglich. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Bug oder so. Soweit ich weiß, leuchtet er auch immer auf. Also das ist meine Vermutung. Aber ich würde trotzdem jetzt gerne mal wissen, wo jetzt hier der Geist hin ist. Ah, da haben wir den Geist. Okay, sehr schön. LOL. 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 Okay, der Geist hat auf jeden Fall eine Person gekillt. Der Geist hat eine Person gekillt. Danny ist der nächste Geist. LOL! Es wurden super viele gekillt. Es wurden super viele gekillt. Alter Schwede, was ist das denn? Was ist das denn? Welcher Geist? Alter, was? Was? Also, jetzt sind 3 Leute gestorben. Okay. Alter, ui. Ich glaube, das war eine Geisterstreak. Also es liegen auf jeden Fall 2 Leute in Security, also bei den Camps.
Ich habe einen Sass. Ja. Und zwar, ich muss halt mal kurz nochmal nachfragen. Der Geist kommt ja zu dem, der am nächsten dran ist, richtig? Ich meine schon. Wurde dir mehrfach erklärt vorher, unendlich. Wurde ich zweimal von einem Geist attackiert. Einmal, ich mache diese Aufgabe mit auswendig lernen. Jede Taste, aber kommt ein Geist. Und bei beiden Malen war Pat mir sehr nah. Aber, du hast eine Sache nicht vergessen. Wenn eine Person stirbt, zum Beispiel, keine Ahnung, angenommen, die Person stirbt in Medbay und dieser Geist wird losgeschickt und der Geist killt eine Person, dann läuft dieser Geist sofort weiter zur nächsten Person. Weil ich war bei dir gar nicht in der Nähe beim, also jetzt bei dem einmal, wo du das beschrieben hast. Doch, jetzt ich war, gerade bei Reaktor. Wo sind denn die Leute angeblich gestorben? Ja, das weiß ich ja nicht, ich hab die Aufgabe gerade bei Reaktor. Also ich hab zwei, ich meine, das waren Beats und Pharos. Die ja. sind beide in also vor den Camps gestorben. Ja, und Diox, wo war ich? Ich war in Reaktor. Jetzt gerade warst du Reaktor, ja. Wo war der Leichentod nochmal? In den Camps, also da waren... In den Camps. Genau. In den Camps sind die gestorben. Ja, ist ja gar nicht so weit weg von Reaktor, ne? Ja, natürlich ist das nicht weit weg, als ob ich... Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, meinetwegen können wir jetzt schon skippen, ich wollte dir nur sagen, ne? Wenn Pat von oben lang gekommen ist, wovor ich ausgehe, weil ich von unten lang gekommen bin, dann kann er die Leichen halt auch gar nicht gesehen haben. Ich kam von oben und da war nichts, also hä? Wolltest du nur sagen, ne? Wir nehmen uns das ja aus. Ja, okay, nee, ist ja berechtigt, das. Aber wir müssen gleich einen rauswählen, ne? Wir müssen... Hä, warum? Wir haben doch nur einen Geisterbeschwörer. Ey, passt auf, wegen den Geistern, jetzt werden richtig viele Geister da sein. Oh mein Gott, das ist so geil. Also diese Geistermod, die gefällt mir, Leute. Die gefällt mir. Ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder den einen oder anderen Geist hier losschicken. Schauen wir mal nach. Alter, wenn ich jetzt die Lichter ausmache, das wird krass, Leute. Das wird richtig krass. Junge, ich bin gespannt. Okay, die Geister helfen mir auf jeden Fall. Ah ja, okay. Wir schicken jetzt... Nee, wir können nichts losschicken. So, call, go. Oh, ich glaube, die beiden wurden losgeschickt. Ich glaube, beide wurden losgeschickt, wenn mich nicht alles täuscht. So, und die müssen jetzt, wie gesagt... Alter, was? Oha, hä? Da kamen vier Leute auf mich. Wurdet jetzt alle zu Diox hingeschickt? Ja. Alle vier zu mir. Was? Einen hab ich mitgenommen. Ah, lol. Ich bin extra die Map rausgeflogen, aber... was? Okay. Ey, das ist Ding so krass. Ich hab's nur gut gesagt eigentlich, ne, aber keiner hat mich irgendwie bestätigt. So, Leute, also wir sind jetzt hier unterwegs als ganz normaler Crewmate und... Ja, ich sag mal so, es wird eigentlich erst so richtig interessant, wenn wirklich Leute sterben. Weil wenn Leute gestorben sind, dann ist es so, dass die Geister ja theoretisch auch Spieler töten können. Also, ne, beziehungsweise die Geister können andere Spieler angreifen, Crewmates angreifen. Und ja, die Cooldown vom Zap-Knopf ist jetzt auch schon abgelaufen. Das heißt, wir sollten jetzt unsere Augen offen halten. Was? Hier war anscheinend ein Geist. Irgendwo war ein Geist, weil der Zap-Knopf ist aufgeleuchtet. Und es könnte, glaube ich, Beats sein. Beats könnte es tatsächlich sein. Oh, lol. Ich muss aufpassen, Leute. Ich muss aufpassen. Natürlich hat man als Geisterbeschwörer auch eine gewisse Cooldown. Und ich halte jetzt meine Augen auf jeden Fall offen. Auf jeden Fall halte ich die Augen offen. Was? Okay, wo? Die Leiche liegt direkt am Admin-Table. Und zwar so, dass man die eigentlich gar nicht sehen kann. Also relativ nah am Tisch, oder warst du da? Also, die liegt praktisch unterm Tisch. Also, Bimo, wo kamst du her? Wo warst du vorher? Bimo, sorry, ich meine Danny. Shields. Kann jemand bezeugen, dass er in Shields war oder daher kam? Ja, ich glaube, Danny ist mit mir rumgelaufen. Weil er war in Storage und das ist ein ziemlich kurzer Weg. Er hätte auch von da aus, von Admin runterlaufen können. Ich glaube, ich wurde sogar schon angegriffen von einem Geist, ne? Aber ich habe den Geist nicht gesehen. Geist, das ist ja auch unsichtbar. Boah, oh, Diox, no. Diox, der Exas. Oh, no. Keiner was gesehen? Keiner gesehen. Ja, das Einzige, den einzigen, den ich gesehen habe in der Nähe, war halt Danny. Kein Plan. Also, ich war auf jeden Fall in Storage am Ende, glaube ich. Also, Augen offen halten. Ich hoffe einfach mal, ich werde angegriffen von einem Geist. Ich hoffe es einfach so sehr, Leute. Bitte. Geister, greift an. Bitte. Oh Gott. Ich sollte vielleicht die Aufgabe abbrechen, weil das Problem ist, dass diese Zap-Cooldown, um Geister abzufangen, nicht funktioniert. Beziehungsweise nicht runtergeht, wenn ich eine Aufgabe mache. Deswegen warte ich nochmal ganz kurz ab. Nicht, dass mich jetzt gleich irgendwo ein Geist angreift, aber... Okay, jetzt kann ich weitermachen. Ich stelle mich extra hier oben in die Ecke hin. Und zur Not kann ich ja abbrechen und auf Sepp drücken. Hoffentlich kann ich nur so schnell reagieren. Lol, Sepp ist da. Hä? Ich sehe keinen Geist. Keine Ahnung, der leuchtet wohl auch ab und zu so auf, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe mich schon erschrocken. Hat mich schon wirklich erschrocken, aber kein Geist ist aktuell in der Nähe.
wahrscheinlich leuchtet der Knopf auf, dieser Zap-Knopf, sobald ein Geist angreifen kann oder in Angriffposition ist, schätze ich mal. Was? SV. Was? Safe. Hä? Warum ich? Safe. Ja, aber du bist eigentlich immer, wenn du bist. Ja. Hä? Wo waren denn jetzt die ganzen Leute? Digga, wie viele sind denn gestorben? Eins, also Danny, der Sass von Beats am Ende, kann ja schon mal nicht zutreffen, weil Danny ist tot. Ich habe vorhin Dirks in der Nähe gesehen. Aber es ist ein bisschen länger her. Ja, das ist das Ding. Ist ein bisschen her, ne? Ja, aber trotzdem. Weiß nicht. Ich war zuletzt ein bisschen kurz mit Pat unterwegs, ne? Das heißt hier gar nichts. Ich würde sagen, es war aus der Foxy eigentlich, ne? Einer von beiden. Das wäre so meine Vermutung. Also ne? Anhand deiner Art, wie du dich gerade verhältst, anhand dessen, wie du gerade redest, finde ich das schon ein bisschen komisch, aber ich kann gar nichts bezeugen, weil ich halt nichts gesehen habe, was auffällig von dir kam. Ich finde nur deine Sprechart und Weise komisch. Das Problem ist halt Der redet jetzt ein bisschen anders. Nein, das Problem ist einfach, wenn der Imposter zum Beispiel einen cleveren Five-Head-Move machen würde. Das heißt, er killt in der Nähe, macht die Tür zu, dass die anderen Leute denken, da wäre was passiert. Die warten dann, aber lässt den Geist einfach alle weg. Warum gibst du den Imposter Tipps, Alter? Also fragen wir mal anders. Wir wollen hier nicht irgendwelche Profi-Tipps von Pharos haben, die immer funktionieren, sondern wir wollen Fakten haben, ob jemand was gesehen hat. Ich hab nichts. Nein, ich auch nicht. Gar nichts hab ich gesehen. Ansonsten nix, nein. Bisschen sus Diox, aber ich hab nichts gesehen, also ich skipp nochmal die Runde. Nee. Es ist ja nichts verloren. Und guckt jetzt mal drauf, dass die Geister euch nicht verfolgen. Weil, ey, wie gesagt, ne, es können jetzt 4 Geister oder so auf euch fliegen. Also aufpassen, und dann müsst ihr weiter wegrennen. Einfach wegrennen. Geht's nicht in irgendwelche Gassen rein, das ist gefährlich. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es Diox ist. Ich könnte es mir zumindest sehr gut vorstellen. Und ich möchte aber trotzdem ganz kurz hier diese eine Aufgabe noch machen. Nur jetzt läuft, wie gesagt, die Cooldown nicht mehr runter. Das ist ein bisschen doof. Oh Gott, Zap. Komm. LOL, Bimo jagt mich! Bimo jagt mich! Nein, da ist der Geist! Oh mein Gott, Diox hat den Geist gesappt. Oh mein Gott. Foxy könnte es, glaube ich, sein. Alter, was war das denn jetzt, bitteschön? Oh mein Gott, der Geist wollte uns einfach töten. LOL. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Ich will nicht. Oh, LOL. Nein, da wurde einer gekillt. Pharos war es. Ich war so friedlich, meine Aufgabe machen. Ich bin Mitarbeiter des Monats gewesen, also was. Was?